So, geht weiter mit Teil 10. So, also wir haben die Situation, dass wir hier einen Sprung hatten. Ja. Wir haben hier zurzeitig gekauft. Oder ich habe zurzeitig gekauft. Ihr müsstet das Leiden mit angucken. So, ich hätte also hier kaufen müssen, hier an der ersten blauen. Ich hätte auch hier noch die Chance gehabt, weil hier ist nichts passiert. Und dann hier wäre es zu spät gewesen. Ne? Dann bin ich ja auch wieder an der gleichen Stelle. So, wir hatten eine leichte Aufwärtsbewegung hier rein, eine Gegenbewegung. Wir haben versucht, hier was zu verdienen. Nach unten mit einer Short-Position. Es wäre auch ganz gut gegangen. Wir hätten vielleicht auch 45 Euro einsammeln können. Aber die komfortable Position ist natürlich, wenn man dann von hier, von der etwas tieferen Position, nochmal an den alten Kurs kauft, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir wieder hierher laufen. Ob ich denn die 100 Euro in die Richtung verdiene oder in die Richtung verdiene, ist nicht egal. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, egal, nicht egal, weil der übergeordnete Trend hier hoch will. Ja, das ist natürlich komfortabler, wenn ich dann, wenn da hier unten ist, von hier wieder in Kaufen habe. Also hier keine rote Position habe an der Stelle, sondern eine grüne. So, weil er wird jetzt noch ein bisschen rummosern hier und dann wird es diesen geben. Ja, weil wir alle wissen, um 9 ist da hier oben. Ja, weil um 9 startet ja der Kurs von hier wieder. So, um 9 ist, warte mal, mal sehen, ob wir die Linie gleich mal einzeichnen können. Das ist unsere Crashtest-Mauer. Ja, mal hier, guck. So, die kommt dann ran. Die stellen wir jetzt genau auf 9 Uhr hierher. Ja, jetzt ist es der falsche Linienort. Wir wollen eine vertikale Linie. Genau. So. Nur, dass wir dann die Ankommen sehen. Ja, ungefähr hier ist es. Ne? Aber guck mal, was hier passiert. Seht ihr was? Ja, dann machen wir mal hier. So. Ja, meine 100 Euro kommen, werden geliefert. So, das ist dann mal schön, ne, wenn der Mann mit dem Geld vorbeikommt. Ja, sehr schön. So, also wie ihr seht, ging die Sache auf und sogar in der richtigen Richtung. So, na gut. So, jetzt haben wir natürlich hier für die Leute, die vorsichtig sind, weil die auch alle nur in vermuteter Trendrichtung kaufen. Die haben natürlich hier worauf gewartet? Na, hier drauf. Hier, das ist das Kaufsignal. Ich komme von unten und laufe hier rein. Ja. Hier ist auch ein Kaufsignal. Sieht man auch, sind Käufer da. Hier sind die Käufer. Ja, wir haben eine blaue Kerze und einen steigend Marktteilnehmerwert. Das sind Käufer. Hier sind keine Verkäufer dazu gekommen an der Stelle. So. Ja. Es gibt da noch ein paar Verschreckte. Ja, aber nach unten, das ist natürlich, das wird nichts. Ne? Also, wer hier noch in Verkauf kommt, hier, ja, das sind die Verkäufer hier wahrscheinlich. Na, also die sind ja verloren in Boston, weil wir sind immer noch im außerbörslichen Handel. Gut. Na, man. Ich bin ja mit einer Teillieferung nicht einverstanden. Also das sind ja 30, 40 Euro. Ich hätte gerne 100 gesehen. Hier 100. Die drei hätte ich gerne 100 Euro. So, ich rede auch schon wie ein Zocker. Meine Herren. Gut, aber wir sind ja noch im sicheren Modus, ne? Gut. Tja, was machen wir jetzt? Da wir ja die Positionsgrößen nicht allzu groß haben wollen, werden wir dann hier die auflösen, die jetzt schon gewonnen haben. Ne? Im Falle eines Falles, er dreht von hier nach unten, haben wir hier keine großen Kaufpositionen. Ne? So, ja, mal gucken. Ich ziehe euch das mal ein bisschen größer, damit ihr kleine Kerzenveränderungen auch sehen könnt. Mal sehen, ob das noch geht. Ah, ja, ist leicht. So, also sich nicht nervös machen lassen. Das ist unser Trend, das sind kurze Gegenbewegungen. Ah, ja, guck. Sehr schön. Jubi, es geht nach oben. Naja.
40, 55. Na los, noch ein Stück. Ja, das ist natürlich wie eine Rallye hier. Ne? Das macht natürlich Spaß. Keine Frage. Und das kann man eben auch zu den Non-VMP-Rolls machen. Gibt es feste Termine? Muss man einfach hier mal gucken. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit, wenn da hier so rumgurkt. Oh, je, 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 je. Habt ihr das gesehen hier? Jetzt will er aber losmachen. So, jetzt hätten wir 60. Ah, sehr schön. Oh, ja, das sehen wir gern. Und bitteschön, richtig weit hoch. Oh, ich hätte ja fast geschlossen. Da müssen wir mal gucken, wo wir herkommen. Ne? Hier oben haben wir nämlich auch noch ein paar Verhungerte. Ja. Ja, die müssen wir auch mit abfüttern. Also da muss schon wenigstens hier bisher her, damit ordentlicher Gewinn ist. Mit 1000 Euro bin ich ja übrigens zufrieden. Ja. Da habe ich nichts dagegen. Plus allerdings. Ich nehme auch 500. Ne? Kein Problem. So, jetzt müssen wir mal gucken, was diese weißen Linien hier noch zu sagen haben. Die sind wahrscheinlich von gestern noch. Die können wir eigentlich mal wegmachen. Die Stirn hier erstmal. Brauchen wir nicht mehr. Das ist Schnee von gestern. Alles, was der Übersichtlichkeit im Diagramm dient, weg. So, wir machen aber eine neue Linie rein, nämlich das Stück, wo unser Sprung ist. Ja, da müssen wir hier mal die Standardvorlage wieder laden, damit wir wieder richtige Verhältnisse haben. Das ist das Schöne, ne? Wenn man also hier im Teil 4 hatte ich es erklärt, wie man das hier einstellt. Das sorgt einfach dafür, dass man wirklich immer unter kontrollierten Bedingungen den ersten Blick auf den Chart werfen kann und alle Indikatoren schon so eingestellt sind, wie man es braucht. Also wenn man dann irgendwie mal einen Indikator rumgespielt hatte, dass er bei der Beurteilung eines Charts in 5 Minuten, also der 5-Minuten-Chart dient dazu zu sagen, müsste ich jetzt sofort reagieren, ja oder nein. Und wenn nein, geht man erstmal einen Stundenchart und guckt sich die Sache erstmal an. In schöner Ruhe. Ne? Und dann immer kleiner und weiter runter und dann trifft man eine Entscheidung. So. Genau. So, jetzt müssen wir ja irgendwo unseren Sprung mal sehen. Wo ist er denn hin? Unser Sprung. Hier. Aber ich sehe ihn nicht. Nach oben sehe ich ihn nicht. Aha. Den hat er nicht mitgeholt. Ja, guck. Haben wir die 100 Euro jetzt verdient? Ah, hier. 60, 62. Nee, noch nicht ganz. Ah ja doch, guck hier, alles grün. Sehr schön. Oh ja, ein Plus. Ja, da ist er, das macht doch Spaß, ja. So, jetzt machen wir das wieder ein bisschen größer. Ne, Moment. Wir machen jetzt erstmal unsere 75% Warnlinie wieder rein. Na, das ist also immer so eine Hilfslinie, wo man sagen kann, da schließen wir erstmal wieder. Hier. 75% das ist die Hälfte. Ne? Hier machen wir zu. Aber ich würde sagen, wir machen hier zu. Hier ist nämlich ein Tief. Ja. Hier schließen wir das Konto ab. Wir werden nicht geizig. Zieh es noch ein bisschen runter. Ja. Ja, hier, ich schließe eher wie die anderen. Die anderen würden ihre Linie herstellen. Ich bin etwas eher. Ne? Ihr kennt das aus dem Film. Man ist entweder schlauer oder eher. Ne? Schlauer ist ein bisschen stolz dabei, ne? Eher ist kein Problem. Wir sind eher. Ja, hier setzen wir uns hin. So. Und jetzt gucken wir, dass wir hier, wenn wir hier gelandet sind, schließen wir das Konto in jedem Falle. Egal, ob der noch hochzieht oder nicht. Dann machen wir eine neue Position auf. Aber diese schöne Idee hier von heute früh, die lassen wir uns natürlich nicht kaputt machen. Ja, und bei 1000 wäre ich auch schon damit einverstanden. Auch 1000 ist ein schöner Gewinn. Ne? Und 1000 müssen immer lange stricken. So, weiter. Wir machen ja wieder Minutenchart, weil wir haben jetzt hier die Verhältnisse ja schon gezeigt.
So, jetzt haben wir hier ein paar rote drin. Jetzt müssen wir überlegen, ob das wirklich was bedeuten könnte. Was ist hier los? Tief, tief, tief. Ich würde sagen, wenn er hierher rennt, ja, tut er gerade nicht. Rein, schön. Dann hätte ich natürlich jetzt gesagt, okay, wir schließen erstmal hier die Gewinnposition von unten raus. Dann hätten wir hier nur noch die wenigen. Ja, das würde also unserem Margenindikator gut tun. Aber wir würden natürlich Gewinn einbüßen. Und wir sagen ja immer, wir lassen die Gewinne laufen und wir begrenzen die Verluste. Ja? Weil wir wollen ja eine hohe Trefferquote und gleichzeitig auch ein großes Chance-Risiko zu unserem Gunsten haben. Ja. Was haben wir denn noch an Verlustpositionen? Das ist alles nur Pillepalle hier unten. Wenn wir das wollen, könnten wir jetzt bei 500 eigentlich alle Konten schließen und wären dann sicher und könnten uns dann hier neu orientieren. Wäre eine Möglichkeit, würde ich auch favorisieren, wenn diese weiße Linie, die wir irgendwann mal hinten hingestellt hatten, bei 9 Uhr, wo sind die? Das ist noch ein Stück weg, dann in unsere Nähe kommt. Ne? Dann machen wir natürlich hier mal zu. Aber wie wir gerade sehen, wäre das eine dumme Idee. Ja? Haben wir schon die nächste blaue Kerze in unsere Richtung. Und wir sind jetzt schon bei 1000, also unser Ziel, was wir hier mit der Konstruktion machen wollten, haben wir schon erreicht. Wir waren heute früh bei 11.700, wo wir gestartet sind. Wir sind jetzt hier bei 13. Aber das ist noch nicht alles. Es geht erstmal richtig nach oben, wenn wir hier die Linie schneiden. Einmal haben hier die Käufer sind ja zugeschlagen, weil hier die blaue gekreuzt hat. Wenn die gelbe ja auch noch kreuzt, dann haben wir gute Chancen, dass er hier reinläuft. Und wenn er die Linie oben schadenfrei übernommen hat, dann schließen wir. Ne? Ja, man muss sich einem immer wieder, das ist wie beim Jagen, ne? Beim Jagen auf Sicht, man muss eben sehen, was passiert, muss sich eine Strategie machen, damit man dann eben auch Erfolg hat. So. Jetzt, wenn wir unsere grünen Positionen alle angucken, ja, sieht schon gut aus. So. Ja, sind gerade jetzt mal keine 1000, aber hier ist ja noch Luft möglich nach oben. Ja, und es geht auch wieder hoch. So, wir sehen also den großen Verstärkungsfaktor. Ne? Diese fallen viel stärker an Gewicht wie diese Strecke. Ne? Hier ist eine kleine Strecke. Da sind zwar viele Positionen, auch eine kleine Strecke, aber der hier unten, dass wir den haben stehen lassen, der bewirkt natürlich beim Hochlaufen, dass er unheimlich hier unser Resultat nach oben zieht. So, das sind ja die 187. Ne? So, da fällt das bisschen Pillepalle hinten raus. So, wenn die alle im Gewinn sind, könnte man sie theoretisch auch alle schließen. Das wird aber jetzt nicht passieren so schnell. Ja, das ist noch ein bisschen was. Dann würden wir schließen, wenn er umkehrt. Ja, da würden wir hier bei einem roten wieder einsteigen. Aber ich hätte eben gerne hier das noch weg. Also der Verlust, das stört mich schon noch ein bisschen. So. Ja. Ganz hoch kommt er nicht. Ne? Habe ich erklärt, dass das bei solchen Aktionen, also wenn hier solche starken Einbrüche sind, ne, dann darf man nicht darauf spekulieren, dass es sofort der alte Wert einstellt. Das ist einfach, das passiert nicht. Ja. Ich würde sogar sagen, wir liegen etwas tiefer. Das ist die harte Grenze, wo wir schließen. Also wenn wir hier reingelaufen sind, wird das Konto geschlossen, definitiv. Wenn der kurz hier hochzieht, drücke ich hier drauf. Ja. Weil das Stück hier, das ist wirklich dann der Zocker, ne? Die also jetzt unbedingt hier hoch wollen. Warum macht man das nicht? Ja, wir gucken einfach mal ein bisschen weiter vor in den Chart. Wir haben hier tief. Tief, ja, tief ist eine Unterstützung. Und wenn wir aus der Gegenrichtung kommen, wirkt das als Widerstand. Da wird also spätestens hier abprallen. Ja, das ist das, was hier dahinter steckt. So. Und das, wie gesagt, man muss dann gegen seinen eigenen, also der Verstand muss gegen das Gefühl arbeiten. Das ist das Schwierige, wenn man also hier an der Börse ist und man darf aber die Gefühle nicht abtöten dabei, sondern man muss sich selber disziplinieren und nicht gegen seine Prinzipien verstoßen. Das ist ganz wichtig. Ne? Man hat ein Prinzip sich festgelegt, wie man vorgehen will, damit man in einer hektischen Situation keine Fehler macht. So. Und auch die rote Kerze führt das nicht dazu, dass wir hier das abbrechen. Warum führt die nicht dazu? Na, wir gucken es einfach an.
Wir zählen alle blauen zusammen. Wir haben also eine blaue Kerze von hier bis hier. Ja? Dann haben wir eine rote Kerze von hier bis hier. Also nochmal, hier die tiefe Stelle von der und die hohe von der. Das ist eine blaue Kerze. Ja, ne? Dann gucken wir uns an, wie viel haben wir rote Kerzen. Von hier bis hier. Die sitzt innen drinne, die zählt nicht. Also geht's hoch. Dann zählen wir die. Der Kerze bis hierher. Und dann zählen wir die roten. Da ist auch noch nichts los. Ne? Also wir sind noch am Aufwärtstrend. Und es gibt keinen Grund, hier hektisch zu werden. Ja? Warten, bis der schön hier hochgelaufen ist. Wir haben ja keine Käufer, deswegen haben wir jetzt hier mal so einen Einbruch. Aber wir sehen ja, dass regelmäßig immer neue Käufer in den Markt gehen. Und eine schöne lange Gerade. Wir können uns ja mal den Spaß machen und gehen ja mal in 10 Minuten. Was sehen denn die Leute, die in 10 Minuten handeln? Die sehen nur blau. Hier. Es gibt keinen Grund, hier auszusteigen. Die roten Kerzen, die wir sehen, das ist das kleine Stück hier oben. Das spielt gar keine Rolle. Ja? So. Und die 5 Minuten. Die im 5-Minuten-Chart sitzen, die sehen vielleicht, nee, die sehen auch nicht, die sehen alles blau hier. Ja, die sehen aber, dass der ein bisschen kleiner ist. Also das ist, weil da hier ein bisschen seitlich gegangen ist. Es gibt hier keinen Grund auszusteigen. So, was hier? Hier ist eine Gefahr, dass er hier nach unten läuft. Ne? Weil die Leute sehen natürlich auch, dass ich hier eventuell ein Rotes ausbilden könnte. Ja, aber da sind wir lange, lange hier oben gelandet. Ne? Die nächste Kerze, man guckt hier, Kerzenboden. Hier ist der nächste Kerzenboden. So, und die ist nicht so klein. Die sitzt da hier. Ne? Da sind wir doch schon fast am Ziel. Also machen wir hier keinen Mist. Wir lassen das Ding erstmal laufen. So. Und es gibt uns so recht. Das fassen wir zusammen zu einer blauen Kerze, das fassen wir zusammen zu einer roten. Es geht immer noch hoch. So, und es besteht auch eine gute Chance, ich werde das mal ein bisschen rüberrollen, dass wir hier einen Radius rankriegen, also dass er hier nochmal grün ausbildet. Warum? Na, weil wir wieder die Tiefs angucken im Williams. Tief, tief, tief. Ich erwarte, dass der hier hochläuft. Hierher. Er läuft nicht hierher. Läuft hierher. Warum? Weil der übergeordnete Trend abwärts ist. Alle, die im 5-Minuten- und im 10-Minuten-Chart noch unterwegs sind, die sehen nur blaue Kerzen. Das sehen die nicht. Das ist Marktrauschen. Warum? Ja, wir können natürlich hier schließen und hier wieder einsteigen. Warum können wir das machen? Ja, weil der Kaufen und der Verkaufen sehr weit zusammen sind. Mal sehen, ich kann es leider jetzt nicht größer ziehen. Ich müsste das noch weiter drüben. Ja, doch. Ne? Also, nochmal. Zusammenfassend von Kerzen. Ich will ja nicht ständig hin und her schalten. Ne? Die übergeordnete Zeiteinheit würde 5 Kerzen hier zusammenfassen, 5 Kerzen hier zusammenfassen. So, einfach aufaddieren. Ne? So, da sehe ich natürlich, dass das eine große blaue Kerze ist, das eine kleine rote, eine große blaue, eine kleine rote und hier kommt der nächste blaue. Also geht's hoch. Ja? Gibt keinen Grund, hier panisch zu werden. Siehst du hier? Blau. Sehr schön. Und sobald die blaue Kerze ist, kommen die hier raus und dann, sie schießen ja wie Pilze aus dem Boden, hier an der Stelle. Ja, dann machen wir hier. Ja, jetzt könnte ich natürlich böse unten reinkaufen, wenn der hier her will. Könnte ich machen, weil hier Leute denken, es geht abwärts. Na los, komm, setzen wir hier mal 2 hin. Na, hätte ich eher machen sollen. Ich hätte hier unten an der roten das erwischen sollen. Ja. Gut, lassen wir so. So, aber jetzt hören wir auf. Wir sind ja schon bei, na, das sind jetzt 23% Risiko. Also, das ist Wettkampfverhältnis, was wir jetzt hier haben. Ja. Aber unter kontrollierten Bedingungen, weil wir wissen ja, der Haupttrend geht hoch. Alle sehen blaue Kerzen. Ja, dass er hier mal ein bisschen mosert, das ist natürlich klar, weil man muss ja wieder sehen, in der Interpretation von Indikatoren, ne? Was passiert denn hier? Wir haben einen starken Aufstieg, einen leichten Rückzug. Was sagt uns Indikator? Ey, es geht rückwärts. Aber wir haben ja vorneweg noch in den alten Werten diesen riesen Sprung drin. Also hier darf man nicht den Indikator missinterpretieren. Da ist natürlich auch runtergelaufen. Ja, prima, weil dann wieder alle geklappt haben, wir gehen hier in Short, na klar. Nee, es passiert nicht. Ich könnte ja eher noch, ich würde ja eher kaufen noch dazu kaufen.
Ja, ich will ja das nicht vernichten. Wenn ich jetzt hier schließe, habe ich ja nur 300 € Verlust, will ich nicht. Ja, das ist die blaue Kerze, das ist die rote Kerze. Die rote ist immer noch kleiner wie die blaue. Immer noch. Ja. Die sind beide hier oben. Solange wieder hier nicht reinmarschiert, gibt es keinen Grund, hier eine rote Position aufzumachen. Ja, ich weiß schon, das ist, ja, man braucht mal starke Nerven. Aber hier haben wir eine Situation, wo wir hier wieder zwei reinstellen. Mal sehen, ob ich das noch kann. 25% Risiko. Naja. Ja, das sind sie halt, die Pessimisten. Ah, macht nichts, lasse laufen. Lasse laufen. Lasse laufen, wir kaufen. Aber jetzt noch nicht, erst wenn der Wert unten steht. Weiter, 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 weiter. Noch Stück, noch Stück, noch Stück, noch Stück. Das sind die Angsthasen hier. Aber wir wissen ja, was hier passiert. Ne? Wir kaufen hier einfach wieder mal. Warum mache ich denn das? Ich gehe hier bis in 50% rein. Na, weil wir auch hoch wollen. Das ist eine rote Kerze. Ja, dann warum? Was mache ich denn hier? Ne, guck nochmal genau hin. Das ist die blaue Kerze. Das ist die rote Kerze. Die rote Kerze ist kürzer wie die blaue. Wir haben immer noch einen Aufwärtstrend, auch wenn das hier abwärts geht. Und deswegen haben wir hier wieder eine blaue Kerze. Und da kann einfach nicht panisch werden. Ist das nicht schön, dass hier minus 2000 steht. Aber die stehen nicht lange, weil das hier hoch. Wir wollen ja hoch. Haben wir hier oben. Wo ist denn unsere 9-Uhr-Linie hin? Ach hier. Ja? Ah, machen wir uns jetzt keinen Kopf. Spätestens dann, wenn der DAX-Handel um 9 loslegt. Wir haben noch wie viele Minuten? 7 Minuten. Da kann ich mir das Lachen nicht halten. Und die drei Positionen hier, oder ein paar Positionen, die hier stehen, die habe ich gekauft, weil ich weiß, dass der hier hoch muss. Ja? Das wird dann jetzt gleich passieren. Ich kann mir ja gleich das Lachen nicht halten, wenn der hier herläuft. Ja? Die haben natürlich was verdient. Die hier Short gegangen sind, haben was verdient, keine Frage. Aber ich gehe doch nicht in Short. Wenn der übergeordnete Trend, wer das mir nicht glaubt, da gehen wir jetzt in den 15-Minuten-Chart rein und gucken uns das an. Es ist blau. Die zwei sind blau. Ich habe hier einen kleinen Doji stehen, aber ist kein Grund hier zu sagen, der Kurs bricht nach unten. Nee, macht er nicht. Ja, das ist eben dann, wenn die Leute den Indikatoren blind vertrauen. Ja, das darf man natürlich nicht machen. Man muss wissen, wie sie entstehen. Wie entsteht der Indikator? Ja, der integriert, macht eine Summenbildung über lauter kleine Anteile. Ja, und wenn ich natürlich ein besonderes Ereignis habe, was mit dem normalen Umfeld nichts zu tun hat, ja, dann macht er natürlich irgendwelchen Mist. So, und das muss ich mir gedanklich korrigieren. Dann kann ich auch eine richtige Entscheidung treffen. Und die richtige Entscheidung ist hier an dieser Stelle zu kaufen. Ja? Auch wenn der jetzt hier unten läuft, lass ihn doch laufen. Lass ihn doch laufen. Ich würde sogar noch weiter kaufen. Aber erst wenn hier wirklich eine blaue Linie kommt. Mal gucken. Das ist ja super geil. Zweimal Geld. Ja, was denn hier jetzt kommt? 5 Minuten haben wir noch. Ja, ich weiß schon, ich habe eine sehr große Position jetzt hier. Aber ich bin da noch. Hauen wir da gerne noch mal in rein hier. Ja. So, also nochmal nachgekauft. Naja, das wird jetzt noch schon ein Riesending, ne? Also 2800 € Handel, ja.
Hat funktioniert. Naja, die Leute sind aufgewacht, weil die sehen, das geht ja gar nicht hier runter, das geht ja hoch. Naja, das ist eben das, ne? Das Missinterpretieren von Indikatoren führt dazu, dass hier die ganze Hammelherde nach unten gelaufen ist. Und die sind alle in Short. Die können jetzt alle schließen. Und wenn die schließen, was passiert dann? Ja, die müssen nachkaufen. Und wenn die nachkaufen, was passiert dann? Eine blaue Kerze. So, und jetzt rollen Tränen hier, ne, weil die denken, es geht nach unten, aber es wird nicht. Ja, die haben also hier wenigstens 1.000 Euro versenkt. Hier, die, ab von hier bis hier, 1.000 Euro weg. So, denn die mussten jetzt ihre Short-Position begraben. Die, die hier rein sind und hier raus sind, die lachen sich natürlich tot. Das gönne ich denen auch. Aber ich hole mir das Geld, das gleiche Geld, von hier bis hier. Von der Position, von hier bis hier. Ist doch viel sicherer, weil der Haupttrend ist hoch. Hoch an den alten Kurs. Und vielleicht auch noch schöner. Ja. So. Na, guck. So. Warum geht es so hoch? Ne? Unsere Mittellinie ist ja auch aufwärts. Ne? Die hat nur hier einen riesen Schreck gekriegt. Als sie alle nach unten gestiegen sind, hat natürlich hier ausgebildet. Aber man sieht doch ja, dass es hoch geht. Ja. Hier ist der Wendepunkt im MACD. Also hier spätestens an der Stelle werden die hier sagen, ach du Scheiße. Klar. So. Und hier, so schnell kann niemand seine Handelsposition umstellen. Er reißt hier hoch. Man muss einfach wissen, übergeordnete Trend bestimmt das langfristige Verhalten. So, dass das natürlich ein bisschen frillisch ist und dass man dann Angst hat, das ist nun mal so. Ja, deswegen gewinnen ja nur die, die wirklich an ihrer Strategie festhalten. Und die Strategie heißt, der läuft hier über diese Linie her. So. Und jetzt werden wir auch gleich sehen, wenn wir wieder hier oben sind, dass wir hier bei der Aktion 300 oder 400 Euro zugelegt haben im Gewinn. Naja, warum nehmen wir das nicht mit? Ist doch eine schöne Sache. So, wenn das zweite Mal hier oben ist, ne, dann kann ich ja durch hier unten erstmal abräumen. Aber erst wenn er hier bitte nach oben gelaufen ist. Und dann gucke ich hier mal, ob ich hier noch was machen kann. Aber dieses Feld räume ich auf, wenn er hier ist. Weil es könnte ja wieder sein, dass sie wieder nach unten steigen. Dann würde ich natürlich mit einer kleinen Position auch mitgehen. Aber erstmal sichere ich das hier ab. So, jetzt wird es spannend. Ja, eine halbe Minute. Ja. So, jetzt machen wir erstmal hier ganz schnell die unteren Positionen noch sichern. So, na komm. Ja, ich räume es erstmal unten auf. Wir wollen unseren Margin-Indikator nicht verärgern. Schließe Position, ne? Also aus der Grafik raus. Ist auch eine Technik, muss man auch kennen. Geht einfach schneller. Und vor allem, ich erwische die richtigen. Ich unten in der Liste rumsuche, räume ich auf. So. Gut. Wie wir sehen, haben wir also jetzt schon 11.700, 1.100 schon verdient. Das hier noch kommt noch dazu. Aber wir haben natürlich das Risiko minimiert, dass wir hier zusetzen, weil wir könnten natürlich hier unten, wenn er nochmal hier runter uns den Gefallen tut, dass er runterläuft, nochmal kaufen. Ja? Weil den Gewinn haben wir jetzt gerade eingesammelt, wie ihr gesehen habt. So, und das hier minus 1.100 steht, hat einfach, da muss man natürlich wissen, dass wir hier schon die Gewinne schon drin haben. Ja? Wir sind von 11.700 gestartet. So, wenn ich jetzt das hier schließen würde, würde das hier bei dem Preis stehen bleiben. Habe ich ja gar kein Interesse. Ja, wir sind im aktiven Handel. Jetzt wird es natürlich lustig, weil jetzt wäre die Frage, ob wir jetzt hier so einen riesen Hammerkerze kriegen. Nach oben oder nach unten ist mir jetzt egal, weil ich habe ja meine Position vor um 9 bereinigt. Ja?
Mir ist es eigentlich jetzt völlig egal, was hier passiert. Ich weiß aber, dass er langfristig, aha, will nach unten. Na, und das. So, jetzt. Ja, na, also immer dann, wenn Börsen öffnen, immer erstmal die Gewinnposition erstmal glatt stellen. Ne? Sich nicht ärgern, dass hier ein kleiner Verlust ist. Das ist eine völlig normale Geschichte, weil wir haben ja den Gewinn schon eingesammelt. Wir haben jetzt 2000, fast 2000 Euro ja schon Gewinn. Und hier geht's hoch. Ja, dann lass uns doch mal hier das noch wegräumen, damit wir unser Margin-Indikator ein bisschen auf die 90 hin bewegen. So, und dann lassen wir noch ein bisschen zappeln. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Also ein 2000-Euro-Deal ist natürlich extra klasse. Ne? So, wir werden jetzt nicht gierig. Die paar 100 Euro, die lassen wir jetzt einfach mal weg. So, wir haben also jetzt von 11,7 auf 13. Warum habe ich das jetzt gemacht? Na, ich weiß nicht, was er hier machen will. Wir sind hier oben an einem Widerstand. Ich weiß nicht, ob er hier durchbricht. Wenn er das macht, können wir uns allemal noch mit einer Kaufposition hier reinkaufen. Weil, guckt mal hier, wenn ich hier einen Radius drüber bilde, sieht es sehr aus, als ob wir hier unten nochmal landen. Dann kaufe ich doch lieber von hier unten nochmal was. Ja, seht ihr das? So, ich mache mal kurz Schluss.